Wie nice wäre es, jetzt in einer Beziehung zu sein? Oder warte, wäre es überhaupt nice? Passt das überhaupt gerade bei dir rein? Hast du gerade einen freien Kopf dafür? Das werden wir gleich mal sehen. Mein Name ist Kingsley und wir schauen heute anhand folgender 7 Punkte, ob du bereit bist für eine Beziehung. Du kümmerst dich mehr darum, den perfekten Partner zu finden, anstatt an dir selbst zu arbeiten. Die meisten von uns haben eine Vorstellung von einem perfekten Partner oder zumindest davon, was für einen Partner wir uns wünschen. Und deswegen schauen wir, wie eine Person aussieht oder was für einen Charakter die Person hat, auf der Suche nach unseren Seelenverwandten. Ey, glaub mir, Lisa ist perfekt, Mann. Ich glaube, sie ist die Richtige. Aber hast du nicht letzten Monat bei Afia gesagt, dass sie perfekt ist? Ja, aber bei ihr ist was anderes. Ach so, okay. Und all das ist schön und gut, aber dabei gibt es auch 2 Probleme. Problem Nummer 1, es ist niemand perfekt. Und ständig auf der Suche zu sein nach einem Partner, der perfekt ist, ist eine Suche, die ewig ist. Denn es wird Zeiten geben, da unser Partner uns enttäuschen wird. Und genauso auch andersrum. Das zweite Problem ist, wenn wir mehr Energie und Zeit da reinstecken, den perfekten Partner zu finden, anstatt an uns selbst zu arbeiten. Es macht nämlich viel mehr Sinn, an sich selbst zu arbeiten, weil wir dann wissen, was wir wollen. Alles andere ist paradox, weil du sonst denkst, dass du weißt, was du willst. Dann kommt jemand, der hat, was du willst, aber dann willst du es doch nicht, weil du eigentlich nicht weißt, was du willst, weil du dich nicht richtig kennst. Macht das Sinn? Du arbeitest noch an deinen Zielen und entdeckst, wer du bist. Es gibt einige Kandidaten, die in einer Beziehung stecken und dann realisieren, dass sie eigentlich noch mehr von der Welt sehen wollen und reisen möchten. Aber der Partner möchte das gar nicht. Oder man ist gerade dabei, seine Karriere zu starten und hat gar keinen Kopf für eine Beziehung. Und an diesen Zielen ist überhaupt nichts falsch. Es ist sogar richtig gut, um herauszufinden, was man für sich will. Aber das ist halt unpraktisch für eine Beziehung. Melanie hat mir gerade geschrieben, sie will eine Weltreise machen und für 2 Jahre im Ausland leben. Was soll ich im Ausland? Ich will doch hier gerade Karriere machen. Du willst, dass jemand dich rettet. Manchmal fehlt uns was im Leben und wir wollen, dass jemand anderes diese Lücke schließt, die wir haben. Und wir machen das nicht mal bewusst, wir mögen es einfach nicht, allein zu sein. Aber man kann nicht dafür sorgen, dass irgendjemand anderes dafür sorgt, dass unsere Schmerzen weggehen oder sogar den Helden für uns spielt. Es ist sogar gefährlich, Beziehungen zu benutzen, um vom Problem abzulenken. Es kann toxische Partner anziehen, die sich davon ernähren, dass jemand Trennungsängste oder ein geringes Selbstbewusstsein hat. Mann, ich will es doch mit ihr beenden, aber was ist, wenn ich nie wieder so eine finde wie sie? Stattdessen lebe dein Leben aktiv, lauf nicht vor deinem Problem weg, sondern stell dich ihnen. Umgib dich mit Menschen, die dich unterstützen und an schlechten Tagen für dich da sein können. Du willst jemanden retten. Glaub mir, das willst du nicht. Wenn jemand schlechte Angewohnheiten hat und du willst die Person retten, dann ist das kein Beziehungspartner, sondern ein Projekt. Und du willst wirklich nicht mit einem Projekt zusammenleben, oder? Willst du dich in die Person verlieben, die sie sein kann? Oder in die Person, die vor dir steht. Denn letztendlich ist das nur eine Vorstellung der Person, die dich anzieht. Obwohl es passieren kann, dass man sich in einer Person verliebt, die man retten will, ist es gesünder, wenn man nicht versucht, jemanden zu ändern, der seinen eigenen Erwartungen entsprechen soll. Ich kann es nicht mit ihr beenden. Sie braucht mich doch. Man muss sie halt nur ein bisschen erziehen. Das wird schon. Man selbst kann niemanden zwingen, sich zu ändern. Denn jeder hat selbst die Fähigkeit, sich zu ändern, aber mit seinem eigenen Willen und zu seiner eigenen Zeit. Und merk dir diesen einen Satz. Verlieb dich nicht in das Potenzial einer Person. Du denkst und sprichst noch oft über deinen Ex. Man kann nicht kontrollieren, wann und wen man trifft und manchmal ist das Timing auch total unpassend. Gerade dann, wenn du denkst, du bist bereit für eine Beziehung, erholt die andere Person sich gerade vom Liebeskummer und hängt noch an dem Ex oder andersherum. Was macht sie so? Hat sie jetzt einen Freund? Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, sie trifft sich mit so einem Typen. Echt? Weißt du, wie er aussieht? Hast du ein Bild? Ja, aber du hast doch gerade eine Freundin, oder? Ja, ist doch egal. Ich will nur wissen, was sie macht. Was passieren kann, ist, dass du dir wünschst, dass dein neuer Partner etwas tut, was dein vorheriger gemacht hat. Oder dass du etwas, was dein neuer Partner tut, mit dem alten vergleichst. Und das können Sachen sein, die dir gar nicht gefallen haben. Und das ist unfair deinem jetzigen Partner gegenüber, weil er nichts für deine vorherige Beziehung kann. Es fällt dir schwer, dich zu entschuldigen und zuzugeben, wenn du dich geirrt hast. Es gibt etwas, was jede Beziehung braucht. Und das ist Kompromissbereitschaft. Wenn du die Angewohnheit hast, zu denken, dass du immer recht hast oder an dein Ego festhältst, anstatt die Dinge richtig zu stellen, dann solltest du vielleicht davon absehen, eine Beziehung einzugehen. Sie soll einfach zugeben, dass ich recht habe. Ich irre mich 100% nicht. Schreibt sie jetzt gerade? Solange sie nicht schreibt, schreibe ich auch nicht. Geschweige denn anrufen. Wozu auch? Konzentriere dich erstmal darauf zu lernen, wie du deine Fehler eingestehen kannst. Reflektiere so viel wie möglich und werde dir deine Entscheidungen bewusster. Du bist emotional verschlossen. Manche von uns neigen dazu, unsere Mauern hochzuhalten und niemanden an uns ranzulassen. Und es gibt auch gute Gründe dafür. Aber es ist in einer Beziehung wichtig, sich verletzlich zu zeigen. Und wenn das für dich noch nicht ganz so einfach ist, dann solltest du daran arbeiten, indem du mit Freunden und Familie übst. Denn ich gehe davon aus, dass du willst, dass dich jemand so liebt, wie du bist, oder? Und das funktioniert nur, wenn du jemanden erlaubst, dich so zu sehen, wie du wirklich bist. In einer gesunden Beziehung geht es darum, dass 2 Menschen in der Lage sind, Risiken einzugehen und gemeinsam wachsen. Sie sagt die ganze Zeit, ich kann mich nicht öffnen. Was redet sie? Mann, du weißt doch, sie will so wissen, was in dir vorgeht und so. Was soll in mir vorgehen? Nichts geht in mir vor.
Ich habe ihr letztens schon gesagt, dass ich Bauchschmerzen habe. Was will sie noch wissen? Und wie sieht's bei dir aus? Bist du bereit für eine Beziehung oder brauchst du noch ein bisschen? Was sehr gut ist, denn Single zu sein und zu wachsen ist eine Hammerzeit, die man genießen und ausnutzen sollte. Arbeite daran, die beste Version von dir zu werden. Und merk dir, all diese Punkte sind nicht in Stein gemeißelt und es gibt immer wieder Ausnahmen. Bei mir traf zum Beispiel der letzte Punkt zu, denn ich hatte Mauern und habe niemanden an mich rangelassen. Aber ich habe daran gearbeitet und es hat geklappt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann vergiss nicht ganz schnell Gefällt mir zu drücken, denn wie du weißt, wird mir das helfen und es wird mich sehr freuen, weil dann wird das Video wahrscheinlich auch anderen gezeigt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.